Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Kirby Return to Dream Land Deluxe. Im letzten Part ist einiges passiert. Wir haben den Boss der vierten Welt besiegt. Wir haben die Bombenmission mehr oder weniger im First Try gemacht. Zumindest im First Try. Wir haben es bis zum Ende geschafft. Ich glaube, sonst war es irgendwie der dritte oder so. Auf jeden Fall extrem schnell. Und deswegen konnten wir auch noch hier in die letzte Welt, also vermutlich... Also, wir haben den lustigen Nachmittag begonnen, meine Freunde. Genau, wir sind jetzt im lustigen Nachmittag. Wir haben die neue Maske ausprobiert, aber... kann man deswegen auch gern wieder weg. Tschüss. Also, ich wollte die Maske, die hat sogar ein Au... die, wenn du die anziehst, dann machst du sogar Wurzel die Geräusche. Crazy. Was glaubst du, warum da so ein Soundsymbol ist? Ja, jetzt zieh die mal an, ich will mal Spaß haben. Oh Gott, das wird super. Gut, wir können uns kurz ein bisschen spoilern. Wir haben doch keine Zeit. 4, 5. Okay, jetzt ist anscheinend 5 auch wieder. Ja, mit Sicherheit ist 5, das wird doch nicht weniger werden. Echt, da muss der Boss. Ja, deswegen also 5 Level plus. Was ist es wieder? Gut. Ah, wir gehen erstmal in Level 2 rein und gucken, ob es jetzt... wahrscheinlich ein bisschen örtlicher und ein bisschen stattiger. Ob der nussige Nachmittag jetzt richtig beginnt. Oh Gott, das ist echt mein Lieblingsfeld wahrscheinlich. Magst du dieses Abendrot? Alter, wir sind so richtig schlossmäßig unterwegs. Boah, vielleicht ist es auch hier interessant, uns zu machen. Keinen Schein. Was ist los? Man hat nichts gehört. Ja. Immer noch nicht. Ach man, Flo, was ist denn los bei Ihnen? Nichts. Nachmittag ist los. Lustiger Nachmittag. Nein, wie gesagt, vielleicht ist es manchmal besser, den Schalter nicht zu aktivieren. So. Jedenfalls. Oha. Was aber gut wäre auf jeden Fall, ist, dass ihr den Kanal abonniert. Leute, über 90% haben nicht abonniert. Und im Discord, der Link ist auch noch in der Videobeschreibung. Und außerdem... kommentiert fleißig. Lasst Berg dafür. Und das ist alles. Ich weiß, ihr könnt es kaum glauben, aber es ist kostenlos. Hör doch mal. Ich höre die ganze Zeit die komischen Geräusche von dem Vieh. Schnell, hören den ja wieder. Vor allem, die hört sich doch gar nicht so an. Locht. Aua. Den hab ich überhaupt nicht gesehen, irgendwie. Oh, jetzt könnte es... Mein Gott! Hallo, Sandman. Wir wohl schon was vergessen haben? Nein, haben wir nicht. Das war der erste Bereich, da war nichts. Habe ich nicht. Oh, jetzt musst du gucken, wo was ist. Ob oben was ist oder unten. Oben drüber hätte das sein können, jederzeit. Sterne. Ah, das war der Wolke. Ah, ne, der ist. Explosions. Aber aufpassen, weil das alles wackelt, könnte jederzeit, wie gesagt. Steinen. Boah. Wir haben doch schon eine Bombe. Warum denn jetzt noch eine? Nimm doch einfach die Bombe. Du weißt genau, dass du die Riesenbrücke damit nicht gefunden hast. Vielleicht noch zu schnell. Da! Boah. Bam. Nein, das frisst mich. Aber es ist gleich auch so. Hoffe ich. Wo sind die Ladezeiten jetzt so lang? Hallo? Abgestürzt. Einfach abgestürzt. Mann! Kriegst du es denn mal hin? Ja, Alter, dein... Ein Aim ist perfekt, ich weiß. Nee, das Timing war schlecht. Das ist das eine. Und der Erdnussbutter das andere. Magst du Erdnussbutter? Boah, schwierig. Also die cremige mehr als die knusprige.
mit Stücken. Aber Erdnussbutter ist so ein Ding, glaub, vielleicht kaufe ich die später noch. Vielleicht gehst du 9:30 noch einkaufen. Also ich fände besser mit, wie heißt es denn? Nein. Also gekocht halt. Also in Gerichten, meine, halt, jetzt nicht so aufs Brot. Zwischen Creamy und zwischen Crunchy. Also ich würde kochen, brauchst du eigentlich immer Creamy, von daher. Creamy ist halt auch Creamy. Oder auch, wer dieses komische, wie ist denn das andere Nutella da? Ovo Maltine, oh, das mag ich. Ovo Maltine, nee, das geht nicht. Das finde ich ganz komisch. Mag ich deutlich lieber als normales Nutella. Nee. Nee. Ja. Willst du den Burger haben oder nicht? Ja, jetzt brauchst du den schon. Du gehst ja gerade wieder auf Kuhstellung. Ich muss noch da ran. Ich würde das nicht ganz links nehmen. Der kann nicht sterben. Lass ihn doch jetzt einfach. Oh Gott, jetzt muss man aufpassen. Nicht wie wild einfach Schalter aktivieren, ey. Ist auch sehr klar, dass der das der einzige ist, den man sollte tun. Ob das jetzt so gut war. Kann nicht noch was versteckt war. Da war nichts. Was ist mit deinem Mikro los, Flo? Mach das ganz. Ich muss dir das gleich mal zeigen nach dem Part. Nein, ich sehe das doch in meinem Ausschlag. Ja, wie sich das anhört, meine ich auch. Ja, es hört sich schön an. Opa Klops ist wieder da. Opa Klops. Er lässt sich einfach nicht töten. Alter, Opa Klops kann nix. Alter, was ist mit Opa Klops los? Ich wollte jetzt irgendeinen Witz machen mit Opa Klops. Das ist jetzt nicht mehr Opa Klops, sondern Opa Tots. Tots. Aber das ging nicht. Oh! Und den letzten nicht. Nein. Uiuiui. Wolltest du ihn aktivieren? Nee. Ich weiß nicht. Oh, laufen sie doch nicht. Ja, okay. Aber wir haben nichts übersehen bis jetzt. Lass ihn doch, Jan. Du nimmst doch wieder nur Schaden unnötig. Der ist. Siehst du, den kannst du nicht töten. Jetzt lass ihn bitte. Der ist nicht zum Töten da. Oh nein, es kommt wieder eine Ultrafähigkeit. Oha. Das heißt aber auch, gleich kommt wieder unser Freund, der Zehrenspuk. Ach, du musst alles anmachen. Das ist ja cool. Spektralbeam hatten wir aber schon mal. Ja. Ah, jetzt sind wir sozusagen Elektriker. Setz ein. Alter, 52, Leute. Gleich sind wir wieder beim Rekord. So. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Geh doch da weiter. Das andere ist, glaube ich, der normale Weg. Ja, da sollst du nicht lang gehen, glaube ich. Ja, dann geht's da doch weiter. Hier ist ja sogar ein Pfeil, aber gut. Hä? Aber Kanone ist doch... Ja, hier ist es richtig. Ja, nein, mach doch. Mit der Kanone kommst du nicht mehr zurück. Hier wird gleich dieses Ding erscheinen.
Weil das ist Smiley. Sag ich ja. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Ach man. Du kannst da auch mit deinem Luftstoß das Ding kaputt machen, oder? Ich glaub nicht, nee. Oh Gott, Timing und Jan, oh nein. Oh Gott. Oh nein. Komm, das könnte der Frostschwer sein. Oh mein Gott. So, Witch Weapon. Ja, komm, ich will mit Stein. Stein haben wir fast noch nie gekämpft, oder? Ich will mit Stein auch nicht kämpfen und mit Regenschirm auch nicht. Kann Stein noch was anderes? Ich kann damit so leicht sliden, hier so. Oh Gott. Ich werde mich mit Stein umbringen. Mach doch Stampfattack auf ihn. Ja, braucht man halt Timing. Oh, das macht aber schon Schaden. Ich meine, du kannst die Fähigkeit auch freiwillig abgeben, wenn du willst. Du musst das am Rand machen, der bleibt sonst nicht stehen. Ja, okay, so weit am Rand jetzt auch nicht. Oh, müssen wir das den ganzen Weg nochmal? Oh nein. Oh nein! Jedem. Zeiger zugetroffen. Oh. Aber doch nicht! Wollte ich auch nicht, was das jetzt so viel besser. Dann mach's doch lieber ohne Fähigkeit. Die Sterne sind doch krass. Du wirst doch mit dem Ding in den Abgrund segeln. Ich hab Angst. Alter, es macht Elektro, ich sag's doch. Da, du, da, da, du, da, du, da, da, du, da. Was habe ich gesagt? Mach's bitte ohne Fähigkeit. Ich freut. Du meinst, dass das besser ist? Ja, ist es. Du musst nur die Sterne in seine Fresse jagen. Ein Kaffee vorher und los geht's. Kaffee in so einem Becher? Dann trinkt man Kaffee mit Strohhalm. Warte doch mal ab, der schlitzt schon ein und macht seine Sterne. Oder die Dinger? Ah, die Dinger. Ah, oh Gott, wie viel macht das denn? Die sind ja viel zu OP. Ist ja. Nein! Nein! Aus jetzt. Auf zu saugen, nur wenn die in der Nähe sind und ich sowas machen. Versuch doch nicht alles einzusaugen, was er dir gibt. Kirby ist kein Blitzableiter. Jetzt kommen wieder welche gleich.
Jetzt. Oh, das war viel. Ja, wirklich. Oh Gott, sag, warte, das war jetzt nur eins? Nee, war es nicht. Flucht. Es sind immer zwei bei dem. Aha, man kann sie also doch töten. Ja, okay, aber das warst ja nicht du, das war ja... Das war ich, bin da eindeutig gegen geflogen. Ja, aber du hast ja nichts gemacht. Die Kanone hat dich dazu befähigt, das zu tun. Mit Hilfe eines Kanönchens. Werden Jan und die Kanone doch noch Freunde? Schaltet dafür unbedingt bei der nächsten Folge ein. Nein, das ist nicht das Ende dieser Folge, aber... Es hat gut gepasst. Na dann zu Stage 3. Immer höher. Augen zu. Ja, du bist auch so Augen zu. Minispiel, Bomblet. Mir entgeht hier keine Prüfung, Jan. Da. Eh immer. Vergiss es. Auch die Musik. Oh nein, es ist ein Ich wehe Wind-Level. Ich wehe Wind. Du kannst dich da entlang, ich wollte gerade sagen. Ist mich warum? Aber wir können Mr. Beam nehmen. Oder du kommst, der Bogentypi, der gibt ja auch eine Fähigkeit im Übrigen. Nimm den mal, ich glaube, der ist sogar eine gute Fähigkeit. Okay, wir nehmen ihn nicht. Och man, Jan. Nimm ihn bitte. Vielleicht doch. Ach so, so eine gute Fähigkeit also. Hä, der gibt eine Fähigkeit, doch. Nee, hat er ja nicht. Da hat das Kirby-Wiki mir was anderes gesagt. Das ist komisch. Hä? Macht er nicht. Tja, dann, tut's mir leid. Da ist nichts bei diesen Sachen. Ich glaube, dann müsste man... Es müsste irgendwie anders erkenntlich sein. Ja, das One-Up kriegen wir uns nicht, zu beleid. Da drüben könnte was sein. Spring da mal hoch. Ah, schade. Warum machen die dann sowas? Sir Kibble, gib uns mal deine Fähigkeit. Und du kannst Gegner auch einfach so kaputt machen, die hinterlassen dir manchmal auch Essen. Da zum Beispiel eine Creme Brûlée. Hallo? Wie geht es Ihnen? Oh, da rechts. Da Aua. Rechts. Diesmal vielleicht? Gibt es nicht. Oh, Igel. Wollen wir Igel jetzt mal eine Chance geben? Ein Herz für Igel. Jan hat kein Herz für Igel, okay. Verstehe das schon. Irgendwann. Links! Aber da ist nichts. Schade. Warte mal, da ist was. Ich glaube, du musst den Igel haben, oder? Da kann man sich ja bestimmt langrollen. Warum sind die Stacheln da? Warum hören die nicht einfach auf? Kann auch sein, dass es einfach das Designentscheidung ist, aber glaube ich. Das, nein, Jan! Gott. Ich weiß, es ist windig, aber ganz ruhig. Der macht doch eindeutig Igel. Der soll ein Sonic angespielt. Ey! Kannst du von da drüben darüber rollen?
kann damit nicht da rein. Du kannst auch rollen, oder nicht? Dafür brauche ich einen Boden, glaube ich. Ja. Ich glaube, da nichts ist. Aber da, kann man da nicht auf dem Ding stehen, auf diesem kleinen... Mm-mm. Okay, das ist... Ja, dann nicht. Wenn da was ist, dann... Dann ist da was. Oh Gott. Ist auf jeden Fall noch kein... Irgendwas ist doch faul. Jetzt kommt irgendwas. Jetzt kommt mit Sicherheit was. Gott, pass auf. Da drüben. Nein, nein, da oben. Also da nicht, das ist doch zum Glauben. Das ist doch zum Glauben. Hä? Oh nein. Leg das Ding weg. Oder? Ja, ich glaube, wir sollten es weglegen. Schnell. Oh Gott, schnell. Einfach nur durch. Oh ja. Sehr gut. Nein, nicht da hinten. Oh Gott, nicht stecken bleiben. Schnell. Mein Tod. Schlüssel werfen! Komm bitte, erste. Ja. Na klar, was bist du denn? Au. Och Jan, pass langsam. Geh es doch mal ein bisschen behutsamer an. Da kannst du die Beam-Fähigkeit holen, wenn du willst. Ja, der Gegner da, der gibt Beam. Beamy. Ach, Beam. Ich hab Bienen verstanden, falls du sagen. Cool, die kenne ich noch nicht. Oh, wie seht ihr denn aus? Oh Gott. Warum sehen die aus wie so Lämmchen? Das sind die weiblichen, die haben Zöpfe hinten. Das sind keine Zöpfe, das waren Hörner. Das sind Zöpfe. Das sind Zöpfe. Das ist nicht weiß. Prinzessin ich Leia weiß das. Wars. Ja, woher das denn? Darum, ich hab weil, den weil entworfen. Weil du absolut in der Kirby-Lore drin bist. Ich hab die designt. Ja, eindeutig sind das Töpfe. Ja. Das ist doch ein Schäfchen, wegen Wolken und so und Schafe zählen und schlafen und... Verstehst du nicht die ganze Lore gerade? Was ist da in der Wolke? Ja, da ist ein Gegner, der dich abfacken will. Noch ein Sternchen. Ach Quark, den brauchen wir nicht. Ein guter, lustiger Nachmittag. Jan hat jetzt schon Angst, bis die Welt wieder zu Ende ist. Langsam. Oh Gott. Ich hab jetzt alles. Es geht einfach in die Tür rein. Was ist alles? Ich hab jetzt alles so läuft, wie das bei den Bomben, dann ist ja alles gut. Naja, man weiß es nicht. Oh, da ist die Fliegfähigkeit. Ich glaube, die sollten wir uns holen. Ja. Oh nein. Sprung! Oh, Ticket. Sehr gut. Da haben wir bestimmt auch alle bis jetzt, oder? Ja, das kann Jan ja aus der Prüfung. Ticket. Oh, wir müssen da rüber. Hä? Das ist schon zugemacht. Hey, nein, nein, nein. Hey, wie soll das gehen? Hä? Du kannst nochmal zurück, oder? Wie soll das gehen? Ah, du kannst runter. Du musst runter dann. Ja. Alter, wie schnell soll das gehen? Schnell, ah, du dann in der Luft musst du das nochmal machen. Du darfst gar nicht aus dem Boden kommen. Du musst dann zack, rüber. Ja. Aber noch früher, du darfst wie gesagt nie auf den Boden kommen. Ja. So. Sehr schön.
Was machst du denn? Oh Gott, Jan, kontrollier dich bitte. Pizza! Ja, die Steinfähigkeit nehmen wir bestimmt nicht. Ah, ein Tortonator! Tortonator, nein. Oh oh. Oh, jetzt muss man aufpassen. Links, rechts vielleicht? Oh, aufpassen. Kommt jetzt wieder was Timing-mäßiges? So. Und tschüss. Bitte nicht Ziel. Okay. Ah. Oh, Flügel. Da hast du. Oh, was? Wow. Was? Ja, aber jetzt ein bisschen sehr billig. Da hatten sie keine Idee mehr. Ja, aber die hatten oft keine Ideen, wenn die zwei Zahnräder auf einmal geben mit diesen blöden... Das ist noch okay, aber da finde ich das jetzt einfach so, ja komm, da ist eine Wolke, passt schon. Ja, ist auch immer derselbe Boss. Aber er hat ein paar verschiedene Attacken, immerhin. Gut, dann würde ich sagen, die letzten Level und den Boss machen wir in der nächsten Folge von Kirby Return to Dreamland Deluxe. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und schaltet auch in der nächsten wieder ein. Oh, also nicht verpassen. Und dann lassen wir uns dann. Tschüss. Tschüss.